Damen und Herren, ich habe eigentlich heute den schönen Part, dass ich wenig tun musste, sondern nur ein paar Worte sagen. Ich bin jetzt selber mit 60 Senior geworden vor kurzem. Das heißt, ich kann die verbilligte Isar-Card kaufen. Ich kann vielleicht mit Bus einmal irgendwo mitfahren in Berlin oder so. Ich kann in die Museen Eintritt vielleicht erst ab 65. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man zu den Senioren gehört. Aber es ist unausweichlich und wir werden immer älter. Aber ich stelle fest, aber auch immer jünger. Im Aussehen, in der Bewegung, im Leben, ganz wichtig. Also wir sind ganz wichtig für unsere Enkel. Also ich denke, wir haben eine ganz bedeutende Rolle, das wäre uns bloß oft nicht bewusst. Und insofern freue ich mich, dass wir heute ein bisschen hören, was man mit uns so vorhat. Was die mit uns so planen. Was haben wir in der Vergangenheit als Gemeinde ein bisschen gemacht? Wir haben eine Umfrage gemacht, das haben Sie ja mitbekommen, älter werden in Poing. Und das haben ganz viele teilgenommen, über 50%, das heißt über 1600 haben uns gesagt, wie sie die Zukunft vorstellen in Poing. Wir durften feststellen, dass eigentlich größtenteils Zufriedenheit da ist. Das freut uns natürlich. Ein paar Wünsche gibt es, ein paar wichtige, die wir auch unterstützen wollen. Das ist die Barrierefreiheit vom Bahnhof. Das ist das größte Problem, das wir haben. Und das ist schon fast eine Altlast für mich als Bürgermeister. Seitdem ich Gemeinderat bin, das werden 25 Jahre, beschäftigt mich das Thema. Und ich hoffe, dass durch dieses Bayern-Paket Barrierefreiheit, dass wir die nächsten Jahre diese Barrierefreiheit herstellen können. Also das habe ich ganz fest im Auge. Ob wir noch ein zweites Seniorenheim bauen müssen, glaube ich nicht. Eher behindertengerechte Wohnungen. Ich freue mich jetzt auf die Vorträge. Wir haben jetzt drei Grußworte. Die Frau Rauscher und unsere beiden Pfarrherren. Wer möchte beginnen? Politik oder Kirche? Frau Rauscher.